So, willkommen zurück zu Baldur's Gate. Lang ist es her, es sind ja schon ein paar Wochen vergangen. Weiß gar nicht, so 2, 3 Wochen circa sind schon vergangen, seitdem wir das letzte Mal unsere wundervolle Truppe hier gesehen haben. Und wir haben auch einen tollen Abschluss letztes Mal gehabt mit dem Schmiedenmonster. Ah, ich habe zwischenzeitlich leider ein paar Aufnahmestunden verloren gehabt, denn ich hatte einen Fehler gehabt mit meinem Aufnahmeprogramm und ja, mir sind so 2, 3 Stunden flöten gegangen und deswegen kam auch die letzten Wochen nichts mehr, denn da ging mir die Motivation auch ziemlich schnell flöten. Ich hatte keine Lust mehr aufzunehmen, weil, naja, wenn man was verloren hat, man kennt das ja, wenn man Spielstand verloren hat und sich denkt, oh, das ist so anstrengend und bla, das nochmal zu machen. Deswegen habe ich eine kurze Pause gemacht, damit meine Laune nicht ruiniert wird für das Spiel, weil das Spiel ist super und das verdient nur meine vollste, glücklichste Laune. Aber es gibt eine Sache, die habe ich letztes Mal. Ich weiß nicht, ob sie noch in der vorherigen Aufnahme war, in einem Reststück von dem Video, denn das hatte ich auch nicht mehr hochgeladen. Oder ob es tatsächlich schon bei YouTube ist, aber das bezweifle ich. Also da ist wirklich eine 1%ige Chance, dass es da ist. Und deswegen machen wir es jetzt einfach nochmal. Ich habe extra nochmal den Kampf wiederholt mit dem Schmiedenmonster. Ja, ich musste ihn leider nochmal wiederholen. Und nein, das war nicht erfreulich. Gott sei Dank haben wir zwischengespeichert, also war es nur noch der kleine Rest am Ende. Und nicht mehr von Anfang an. Aber ich möchte euch etwas. Ich wollte euch unbedingt etwas zeigen. Das haben wir letztes Mal gesehen. Deswegen stehen wir auch hier gerade mit Astarion alleine. Das hier ist neben der Schmiede. Hier unten ist die Schmiede. Wir haben die Ausrüstungsteile wiederhergestellt, wie letztes Mal. Die haben mir nämlich gefehlt sonst. Das hier ist ein Lavamonster. Das ignorieren wir einfach mal. Der greift uns nicht an. Also greifen wir ihn lieber nicht an, denn ich habe Angst, dagegen zu kämpfen. Wie ihr seht, unsere Leben sind auch wieder gut. Also habe ich auch. War ich einmal beim Lager und habe geschlafen. Das war wichtig. Unsere Charaktere sind hier oben, der Rest des Teams. Die warten geduldig. Jedenfalls sind da zwei, wie ich das gerade gesehen habe. Wo auch immer der letzte ist, wahrscheinlich hier. Ja, da ist Lazelle, die wollte gucken, was wir hier so treiben. Wir sind hier aus einem bestimmten Grund mit Astarion runter. Und ganz kurz, ihr seht ja gerade, ich habe diese Icon-Fehler und so, nicht mehr die Anzeigefehler. Ich habe meine ganzen Mods mal bereinigt und nochmal neu geladen. Zum einen, weil mich dies mit dem Icons auf Dauer wirklich genervt hat. Und zum anderen, weil ich einen Bug hatte, dass immer wenn ich Truhen aufgeschlossen habe, ist das Spiel abgestürzt. Jetzt habe ich das nicht mehr, haben wir alles behoben, jetzt können wir in Ruhe weiterspielen, ohne irgendein Problem. Also, was ich euch zeigen wollte, deswegen ist auch Astarion hier, denn ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine, warum er hier ist. So, hier ist das sonst immer abgestürzt, deswegen musste ich alles auch neu laden. So, perfekt, schließen wir auf. Da drin ist nämlich etwas, und zwar dieses Amulett, das intelligente Amulett. Wir nehmen es mal an uns. The amulet is heavy, but holds a subtle warmth, like it was left under the sun. Suddenly, the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge to laugh. Can thou endure? Hier, wir geben dem Gelächter nach. Ganz wichtig, nur damit ihr das sehen könnt. Flying machines, walking brains. It's all so absurd. Das war zu gut. Das musste ich euch einfach nochmal zeigen. Das war wichtig. Ich war froh, dass ich beim ersten Mal auch direkt Astarion hatte. Der hat die beste Lache dafür. So, wohin sollen wir dich zurückbringen? Zu wem? To my granddaughter, Shira Clawin. Serves Ilmater, she does. She waits in Worms Crossing. Take me there. Würmkreuz. Da waren wir ja schon mal wegen Wills Vater. Ich bringe euch zu eurer Enkelin. Dieses Gelächter, was habt ihr mit mir gemacht? Ja, das würde ich auch gerne wissen, denn das war sehr erfreulich, das zu hören. The Sharans tormented me, and I laughed at the pain till now couldst I stop. Is their affliction more terrible than eternal joy? This is my pleasure, this is my curse. Eigentlich Sünde, aber ganz schön. Dieses Lachen ist so gut.
Ich wünschte, wir hätten Schattenherz hier unten. Ich meine, ich wollte das Tariens Lachen unbedingt nochmal hören und ich wollte euch das auch unbedingt zeigen. Aber er hat ja gerade gesagt, die Scharjünger. Ich wäre gespannt gewesen, was Schattenherz dazu gesagt hätte. Ja, wir können aber nachforschen oder Motiv erkennen. Wir konzentrieren uns mal auf das Motiv, ja. Mal sehen, vielleicht kriegen wir es hier raus. Wir haben nicht eine hohe Chance. Eine 5. Ja, wir haben es nicht. Verdammt. Habe ich letztes Mal tatsächlich auch nicht rausbekommen. Schade, dass mir die Aufnahme flöten gegangen ist. Die war sehr witzig. Wir können noch einmal das Amulett untersuchen. Sehen, ob es das irgendwie was bringt. Aber ich denke nicht. Oh, wir haben eine 17. Nice. Okay. Na komm, zeig uns, was das Amulett ist. Das war's? Ich meine, das haben wir schon mal rausgefunden. Religion? Ja, was mag das bedeuten? Vielleicht der Sonnengott? Ich meine, wir waren bei dem Tempel schon. Nein. Ah, okay, dafür sind wir nicht intelligent genug, um das zusammenzufügen. Ach, Astarion, verdammt nochmal. Lies mal ein paar mehr Bücher. Was soll denn das? The image is striking, but you find no meaning in it. Verdammt. Gut, wir bringen das Amulett hin zu seiner Enkelin. Ja, hihi, auch an dich. Wir stecken uns einmal ein, das Amulett. Ja, wir legen es lieber nicht an, denn ich habe das Gefühl, sonst werden wir versinken in Gelächter. Aber das musste ich unbedingt nochmal zeigen. Deswegen habe ich auch nochmal den Spielstand geladen und das Schmiedemonster getötet, denn das musstet ihr einfach sehen. Das war wichtig. So, wir gehen mal, wir porten uns mal dahin. Und ich weiß gar nicht genau, wir müssen jetzt wieder raus aus der Schmiede. Da kann man nach oben gehen, ne? Ja, unsere Aufgabe ist nur zu den Türmen zu gehen, ne? Zum Mondaufgang. Das war's eigentlich. Können wir von hier unten... Ja, wir müssten doch durch das Unterreich dahin kommen können. Ne? Wir müssen gar nicht mehr nach oben. Denn wir hatten doch... ich gehe mal dahin. Wir hatten ja ganz am Anfang mit Halsin geredet und er meinte ja die Berge. Bei den Bergen waren wir und das Unterreich. Das sind zwei Optionen. Und da wir bei den Bergen bereits waren und beim Unterreich auch waren, müssten wir doch eigentlich von hier aus hingehen können. Zum Schattenreich. Sind meine Leute nicht mitgekommen? Kann das sein? Die sind nicht mitgekommen. Nein. Okay, dann muss ich die nochmal porten. Alle zusammenfügen. Einmal aus Astarion. Und einmal bitte dahin gehen. Gut, dass man schnell reisen kann. Das wäre sonst ärgerlich. Das müsste man überall immer hinlaufen. So, hier ist ein schmiedeeisernes Tor. Hier geht's angeblich hin. Also das ist zumindest der Punkt. Hier sollte man angeblich zu dem Schattenreich kommen. Ich bin gespannt, was uns das da erwartet. Obwohl, oh, nein, 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 was mache ich denn hier? Da sollen wir doch gar nicht hingehen. Mhm, ich habe gerade das Amulett vergessen. Das Amulett müssen wir beim Würmkreuz zurückbringen. Das war ja oben bei den... Das war nicht bei den Bergen, das war noch in Akt 1, oder? Ja, zum Ufer. Das müsste in Akt 1 noch gewesen sein. Danach gehen wir zum Schattenreich. Dann kommen wir endlich mal in Akt 2. Das wird doch mal Zeit. Wir sind schon sehr lange in Akt 1 gewesen. Also, da sind ja, wie viele Folgen sind wir jetzt schon da? 90 Folgen oder 80? Also, sehr viele Stunden haben wir verbracht. Und ich glaube, wir haben auch jeden Winkel hier abgeklappert, den wir hätten abklappern können. Kann ich, man konnte hier doch auch hoch, oder? War hier nicht irgendwo... da oben ist das Ding, genau. Da konnten wir uns doch teleportieren. Zur Not können wir auch uns, dahin teleportieren. Ich glaube, das machen wir. Wir teleportieren uns dahin. Dann müssen wir nicht hochklettern. So, wir sind hier und hier oben ging es ins Goblin-Lager, oder? Ging das nicht hier ins Goblin-Lager? Mit der Leiter, ne? Ja, mit der Leiter. Dann gehen wir mal nach oben und bringen das Amulett weg. Ich bin gespannt, was dieses lachende Amulett ausmacht. Also, was der vorhat mit seiner Enkelin. Nicht, dass wir sie gleich ins Verderben stürzen. So, hier sind wir wieder. Oh Gott, ist das lange her, wo wir hier waren. Es fühlt sich ja schon an wie Jahre. Wir spielen das Spiel auch ganz schön lange, aber... es fühlt sich echt schon ewig an. Ich kann mich aber nicht rausporten, ne? Kann ich mein Inventar bitte nicht öffnen? Danke. So, das ging hier raus, ne? Ja. Oh Gott, die Tante ist immer noch hier. Die Polma. Polma, du bist lieb? Ja, du bist lieb. Ich hatte kurz Angst, dass sie uns angreift.
Ich hoffe, da gibt es keine Gegner mehr, denn ich habe keine Lust, direkt kämpfen zu müssen gegen Goblins schon wieder. Goblins habe ich für mein Leben lang genug gesehen. Das waren zu viele. So, von hier aus können wir aber noch nicht porten, ne? Nee, wir müssen rausgehen. Ach, wir hätten vielleicht doch einfach mit dem den Sumpfweg gehen sollen. Ist auch egal, wir haben hier ja alles getötet. Also hier sollte auch kein Monster mehr sein oder so. Oh Gott, die ganzen Leichen liegen hier auch immer noch rum. Also wir haben ganz schön Chaos hier angerichtet, oder? Wir hatten gar keine Chance gehabt, die Leute. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit mit Astarion vor, anstatt mit unserem Charakter? Ja, wir gehen mit dir, bitte. So, wir gehen raus und dann gehen wir zu dem Schloss, wo Wills Vater war. Also zu diesem, nicht wo Wills Vater war, sondern wo wir seine Beraterin gefunden hatten. Da ist tatsächlich noch ein einziger Feind. Wow. Spurenleser. Die Klippen... Smaragdhain ist hier. Stiegstraße, zerstörtes Dorf. Goblinlager. Was ist denn hier unten? Benutze definierte Markierung. Ich habe doch nie was angekreuzt, oder? Was ist denn hier? In so ein Stück Ecke. Müsste das nicht hier sein, eventuell? Hier ist der Gebirgspass. Ja, hier ist das. Da sollte das sein, dieses Wirm... Heißt das Wirmkreuz hier? Oder ist das im Akt 2? Ich sehe hier keine Markierung, die Wirmkreuz heißt. Ich dachte, das wäre hier. Vielleicht ist sie ja die Enkelin. Das glaube ich aber nicht. Uns wird hier nirgendwo angezeigt, wo wir das abgeben müssen. Können wir auf Quest gehen und gucken? Puh, wo steht denn das? Wo steht denn das? Okay, wir haben hier ziemlich viele. Sind das alles die abgeschlossenen? Wir konnten Nieres Kopf nicht beschaffen. Ach, das war die glaube ich, die in das Loch gefallen ist oder so war das. Befreie den Künstler. Ja, diesen komischen Ausgang haben wir befreit. Wir hatten Wulbrin. Wo ist denn... Kann ich den irgendwo eingeben oder so? Das ist ja furchtbar. So, warte mal, Hauptquest weg, privat. Ich mache das mal alles klein. Dass abgeschlossen auch weg sind. Region. So, suche Nachtlied. Wo ist das Nachtlied? Ich habe keine Ahnung, aber ich denke, das wird erst weiterkommen, weil wir haben ja alles abgesucht hier. Der Besitzer des Buches erwähnt ein Schlüsseljuwel. Könnte man damit die Nekromantie von Thai entsperren? Wir haben das Juwel gefunden, mit dem sie das Buch entsperren lässt. Das Buch ist fest verschlossen und der Mechanismus ist nicht für einen Schlüssel gedacht. Vielleicht passt... Wir haben das Juwel gefunden... Moment. Wir haben das Juwel für das Buch, was Astarion bei sich hat. Dafür haben wir das Juwel. Aber das ist schon drin. Nein, wir hatten doch auch schon das Gespräch mit ihm gehabt, oder nicht? The book refuses ja, wir haben das schon gemacht. For you at least. Ja, ja, Astarion hat das Buch. Ja, ja, das ist auch gut so. Warum steht das denn noch bei Quest? Ich war gerade verwirrt davon. Er zerstöre das uralte Buch. Jede Seite dieses Buches ist vom Bösen erfüllt, aber es hat bestimmt eine Schwäche. Es muss doch einen Weg geben, es zu zerstören. Ach, deswegen steht das da, oder was? Weil wir das zerstören könnten. Entscheide, was du mit dem Buch Nekromantie machen willst. Wir haben ein merkwürdiges Buch. Es wirkt... Ja, was sollen wir damit tun? Keine Ahnung. Wir lassen es einfach erstmal. Vielleicht kriegen wir nochmal irgendwann... Eine Option? Privatquest. Hier, decke die Geschichte... Nee, das ist... Orpheus? Wir haben ein Buch über den verschollenen Prinzen... Orpheus oder Orpheus gelesen. Vleckas soll nicht die wahre Königin sein. Ja, ja, das... Da können wir... Ich weiß nicht, wir haben hier nichts zu tun, soweit. Traumbesucher hat gesagt, nein, nein, nein. Hier ist nirgendwo das mit dem... Können wir uns das Amulett angucken? Weil da ist nirgends was mit den Amuletten. Du hast das Amulett bekommen, ne? Ja, hier ist es. Wir können uns das irgendwie nicht lesen oder so, ne? Ach, wisst ihr was? Ich sehe hier nichts. Vielleicht ist das ja im nächsten Akt. Also gehen wir einfach zum... Wir gehen einfach zum nächsten Akt. Und hoffen, dass... wir dadurch, dass wir dadurch weiterkommen.
im nächsten Akt durch mit dem Quest weiterkommen wir nicht. Gut, dann gehen wir zum Gebirgspass und reisen einfach weiter. Dann schließen wir jetzt mit dieser Welt hier ab. Und wir sind hier fertig, hier ist nichts mehr zu tun. Hier ist auch seit den Updates ist dieses Ausrufezeichen nicht mehr angezeigt, was wir vorher hatten. Dieses verbuggte Inventar-Ding. Ich hoffe, wir haben keine Probleme mehr mit irgendwelchen Bugs. Ich bin immer noch ärgerlich, dass wir am Anfang das mit Karlach hatten. Und auch das mit Will, dass diese Mizora oder wie sie es trotzdem kam. Und so, ja, wir gehen in die neue Region. Da waren wir aber auch bereits schon. So, und von hier aus gehen wir weiter. Hier müssten wir ja auch schon alles getan haben. Wir waren drüben bei diesem komischen Tempel. Wir haben die Dame, die das Ei klauen wollte, getötet. Hier oben war auch nichts weiter. Gehen wir mal in den Schattenbereich. Hier war ja das, wo es weitergeht, richtig? Mann, seid ihr langsam, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ihr habt so viele Pausen gehabt, ja? Wir haben jetzt Wochen nicht mehr gespielt, ihr hattet so viel Pause. Müsst ihr so langsam latschen? Ist ja fürchterlich mit euch. So, hier sollte das weitergehen. Bin gespannt, was uns erwartet. Erst kann ich das sortieren? Dann kann ich nicht. Achso, ja, weitergehen bitte. Hier ist es, genau. Zu den schattenverfluchten Landen. So sollten wir auch in den nächsten Akt kommen. Dein Abenteuer geht weiter. Vergewissere dich, dass du alles erledigt hast. Ja, wir haben nun wirklich alles erledigt. Wir waren so lange im ersten Akt. Wir waren so lange in diesem Bereich. Da gibt es nichts mehr zu tun. Da gibt es wirklich absolut nichts mehr zu tun. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass es so aussehen würde, als ob es noch irgendwas geben würde. Außer wir haben irgendwas übersehen, aber ich glaube, wir waren ziemlich gründlich gewesen. Can you feel it? The shadows gnaw at us. Do not take them for granted. Okay. Huch, und nicht schon wieder ein Goblin. Ich bin nicht kampfbereit jetzt. Ey! Oh, okay. Are you the true soul? Ob ich eine wahre Seele bin? Wer will das wissen? Vielleicht bin ich ja einer. Listen up. Grab a torch. Stay out of the dark. Move fast. The shadows have eyes. Go on. Okay. Oh, ich bin froh, dass sie uns nicht angegriffen hat. Da, da ist eine Fackel. Ich muss die einmal ausrüsten. Ich habe sie doch ausgerüstet. So. Oh, ich soll jetzt vorgehen? Ich dachte, du gehst vor. Dann gehe ich. Sieht ja furchtbar gruselig aus hier. Wo bin ich denn? Hier ist ja alles tot. Oh, das gefällt mir nicht. Da ragt Schatten aus dem Boden. Wo soll ich denn jetzt lang gehen? Da nach unten oder nach da an? I can feel the shadows' power here, but they don't seem to be harming me. Ich hab was zu sagen. Was willst du denn, Schatten? Shadow curse. It doesn't seem to affect me like it does others. Not as badly, at least. Und wieso? Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. Oh Gott, bitte werd jetzt nicht wahnsinnig. Das heißt nicht, dass sie dich liebt. Das heißt nur, keine Ahnung, Schattengöttin und du betest sie an. Ich weiß nicht. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Saloon. Ach ja, wir sind ja die Sonnen... weiß ich nicht. Wir sind ja von der netteren Göttin. So, eure Herrin belohnt euch damit, dass ihr ihre eigene verdorbene Macht überleben könnt. Das ist keine Liebe. Oh ja, das stimme ich zu. The darkness is the truth, Selunite. In the end, there will only be endless black. And those that Lady Shah has embraced. Das ist ziemlich deprimierend, so zu denken. Cling to your torches and memories of the sun, if you like. See how long you last without me. Was willst du denn? Ich schick dich gleich wieder weg. Also ganz ehrlich, ich halte ohne dich das aus. There must be something she wants of me. Those signs we found about Dark Justicius. Perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. Och nee, werden wir einen Shah-Tempel finden? Oder einen Schrein? Ich will keinen Schrein oder Tempel finden.
Oh mein Gott, ein toter Ochse. This beast didn't go down without a fight. Hat er was zu looten? Schade, kein Proviant für unterwegs. Ich glaube, hier ist auch mehr passiert als nur der Ochse, der gekämpft hat.